50 sollten erstmal da reichen. Hoffe ich mal. Mano. Immer lande ich auf diesem alten Fließband. So. Natürlich. So, Wissenschaftspakete. Einmal die grünen, einmal die roten. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es endlich. Rot müsste ich eigentlich komplett hier runter sammeln. Aber rote müssen erstmal noch hergestellt werden. Darum kümmern wir uns gleich. So, was brauchen wir dafür? Zahnräder, oh nein, oh Zahnräder, Scheiben, Honig, Kleisterkram. Zahnräder. Wie kriege ich jetzt Zahnräder hier rüber? Kupferkabel brauchen wir dafür gar nicht. Aber Zahnräder. Boah. Gut, okay. Zahnräder. Können wir eigentlich hier unten ab der Zahnradproduktion schon abzweigen? So, jetzt muss ich nur mal so einen Knoten hier gerade bauen, dass die Eisenplatten nicht mitkommen. Muss ich erstmal kurz gucken, wie das am besten funktioniert. Genau so, so war das. So, hier müssen wir rauskommen. Das heißt hier rum. Obwohl, ich könnte auch mit so einem Filtern im Greifarm stattdessen auch nur die Zahnräder abkrabbeln. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Das macht mehr Sinn gerade. Nehmen wir einen Filtern im Greifarm und dann passt das. Dann können wir es auch hier oben dann irgendwo anschließen. Dann müssen wir es nicht hier unten machen, aber... weil wir die Kupferkabel gar nicht brauchen. Wäre es ganz sinnvoll, die Kupferplatten hier wegzunehmen. Das könnte man allerdings auch ganz einfach noch lösen. Machen wir es so. Kommt einmal weg. Überleg, grübel. Filternder Greifarm, einmal das Gekrösel. Machen wir anders, dann machen wir hier nochmal einen dran. So. Machen wir hier einen filternden Greifarm. Der soll darüber legen alles. Aber halt nur... nur die Kupferplatten.
Und dann brauchen wir auch noch hier vielleicht so einen Seitenarm vielleicht noch. So einen kleinen. So. Na, vielleicht nicht so weit. Filternde Greifarme. Wir brauchen mehr filternde Greifarme. Oh, noch einen. So. So, und zwar soll er darüber hieven und Zahnräder waren das, ne? Ja, es waren Zahnräder. Das waren Zahnräder. Einmal Zahnräder. Eigenschaften kopieren, einfügen. So. Jetzt brauchen wir noch ein unterirdisches Fließband, natürlich. 1, 2, 3. 3. Nein, machen wir anders. Das machen wir nochmal anders hier. Es ist ja wirklich gruselig. Einmal verbaut und schon ist alles Käse. Nein, so schlimm ist es ja nicht, aber... Vielleicht besser so. Schade, dass es keine langen filternden Greifarme gibt. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ah, brauchen wir auch nicht. Wir brauchen keine langen filternden Greifarme. So, was fehlt uns jetzt zu den Unterirdischen? Natürlich Eisenplatten, natürlich. So, mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Okay, die Produktion reicht jetzt schon kaum noch aus für die grünen Tränke. Das ist interessant. Na gut. So. Jetzt müssen wir hier drunter durch. Dann hier drunter durch. Und dann war es das auch schon. So. Jetzt haben wir wieder keine Fließbänder mehr. Ist ja unglaublich. Wir stehen ja nur unmittelbar direkt neben der Produktion. So. Fließbänder haben wir wieder. So. 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 Ja gut, so kann man es auch machen. Das ist schon mal sehr schön. So. Na, kommt drauf an. Kommt drauf an, wie viel wir von den einzelnen Komponenten jetzt brauchen. Das weiß ich gerade nicht. So. Dann wollen wir hier mal laufen lassen.
Die filternden Greifarme sind glücklicherweise auch schnelle Greifarme. Von daher ist das schon mal sehr gut. So, jetzt brauchen wir hier. So ein, so ein, so ein, so ein. So ein, so ein, so ein und so ein. Gut. Ach ja. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch hier noch einen filternden Greifarm. Der soll von hier rüberlegen. Und zwar nur Kupferplatten. Und dann noch einen langen Greifarm. Der kann ja rüberlegen, was er will. Oh toll. Hätten wir eigentlich da hinsetzen müssen. Das ist ja unglaublich. Würde es was bringen, wenn ich sage... dass das so hier laufen soll? Vielleicht so? Vielleicht? Ja, gut, das geht. Das geht, das kann man so machen. Das ist gut. Das ist gut. Sehr schön. Dann werden die Kupferkabel da weggedrückt von den Kupferplatten. Aber nur so lange, bis die Kupferplatten nachlassen. Glaube ich. Ja. Ja, ist so. Das ist so. Bis die Kupferplattenproduktion nachlässt. Dann wird es so sein, dass dann auch die Kupferkabel nachlaufen. Das wird aber auch nicht so schlimm sein. Ich drücke immer die falsche Taste. So, dann kann das weg. Dann kann hier die Produktion starten. Ja, hat es auch schon. Sehr schön. Die kommen auf der linken Seite raus. Und hier steht schon wieder alles still, weil hier die Tränke fehlen. Dann wollen wir hier mal ein paar draufschmeißen. Jawohl, jawohl, jawohl. Staut sich auch gleich schon. Und das war's. Naja, die zwei können wir nochmal aufnehmen. Nochmal draufschmeißen. So, so. Jetzt die grünen Tränke, die stauen sich schon bis da hinten hin. Das ist vielleicht gerade nicht so toll. Grüne Tränke. Und jetzt haben wir noch so viel im Rucksack drin. Dann müssen wir erstmal nach unten latschen und direkt ein paar reinschmeißen. Oder einfach noch mehr Forschungsstationen bauen. Das könnte man natürlich auch machen. Könnte man natürlich einfach. So. Müssten wir sowieso. Eins. Ein zusätzliches Labor. Die Eisenplattenproduktion da gerade gefällt mir überhaupt nicht. Die gefällt mir gerade gar nicht. So. Gut, Materialverarbeitung wird erforscht.
Stahl sammelt sich hier noch ein bisschen, bis die Öfen schlussendlich vollgelaufen sind. Hier sind es noch 16, hier noch 27. Das ist noch übersichtlich. Aber ich denke, dass wir schon ganz gut dabei sind jetzt. Das Erz, das staut sich. Wir sollten tatsächlich noch mehr Öfen bauen. Das mache ich auch gerade nochmal. Bis dann tatsächlich die Hochöfen dann auch da sind. Was ist das? Kupferwippel. Dann bauen wir hier noch ein paar mitten in das Feld rein. Das ist mir zwar gerade gar nicht so recht, aber bleibt mir nichts anderes übrig. Das geht ja schnell, hier alles wieder dran zu färchen. Das geht ja wirklich zügig. So, Leitungen liegen schon. Jetzt machen wir nochmal hier so einen, hier so einen, hier so einen und hier so einen. Hier einen, wenn wir nah genug dran wären. Hier einen, hier einen, hier einen, hier einen und noch lange Greifarme natürlich. Da ein, da ein, da ein und da ein. Kannst auch mit Strom versorgen. Zack, 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 zack. Und schon geht hier auch die Plattenproduktion weiter. Das ist doch ein Träumchen. Vier zusätzliche Öfen. Aber die Hochöfen, die sind ja wesentlich schneller. Von daher, wenn wir da nicht so viele Probleme mit haben. Ich überlege gerade, ob die Kohle vielleicht knapp werden könnte. Könnte knapp werden, ne? Setzen wir vielleicht noch, holzhalber noch einen dran. Jetzt bitteschön. Ach, weil hier Stein dran ist. In dem Umkreis, okay. Na gut. So. So. Strom. Zack. Geh mal weg. Passt das? Ja, passt. Ein Träumchen. So, und schon wird auch das Erz hier knapp. Das war auch nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein paar Förderer noch im Inventar. Dann bauen wir die gleich mal hin. Junge, Junge, Junge. Eigentlich reichen. Erstmal. So, jetzt sollten die Fließbänder wieder alle volllaufen. Wahrscheinlich bis auf das hier oben. Aber es wird auch schon voll alles. Schon mal sehr schön. Gut, hier ist alles soweit in Ordnung. Auf meiner Karte habe ich, glaube ich, 10 oder 12 Forschungsstationen. Also diese Forschungsanlagen. Und da geht das Forschen relativ schnell, aber es kommt natürlich darauf an, wie viele der Tränke dann natürlich verbraten werden. Jo. Jetzt müssen wir hier unten mal gucken.
Nicht, dass uns irgendwann die Energie ausgeht. Oh ja, die sind wirklich schon an der... kurz vor der Maximalkapazität. Das bedeutet, dass wir ganz, ganz dringend nochmal pumpen und Kessel... Ich habe keine Platten mehr. Pumpen, Kessel und Dampfmaschinen bauen müssen. Wo sind denn, ist der Kappes jetzt? Da. Heizkessel, ein. Dampfmaschine fehlt das Rohr. Rohr? Wieso Rohr? Eisenplatten. Das muss ich auch noch abreißen. Alles zu seiner Zeit. Jawohl. Beton. Beton brauchen wir nicht. Fortgeschrittene Materialverarbeitung. Jawohl. Haben wir das auch? Jetzt würde ich gerne erforschen. Die Handgranaten. Klappt immerhin besser mit den Handgranaten als mit einer popeligen Axt. Bestimmt auch im richtigen Leben. So. Können wir das auch gleich für den Heizkessel gleich nutzen. Das ist natürlich sehr praktisch. Nur was gerade nicht so praktisch ist, dass man den, dass der misst. Warum kommen wir... Ach so, weil die Pumpe ist falsch rum angeschlossen. Die Pumpe ist falsch angebaut. Toll. So, Pumpe. Offshore-Pumpe. Haben wir hier. Warum? Warum kann man die nicht umdrehen? Wäre echt toll, wenn man das könnte, aber... Gut, dann müssen wir einen anderen Bauplatz dafür suchen. Warum kann die... So rum geht's. So macht keinen Sinn. So rum geht's. Ist hier noch ungünstig. So geht's auch noch. Weil dann passt da nichts mehr hin. Ach ja, man kann ja nicht durch Rohr laufen. Und durch Wasser auch nicht. Gut, dann kommt das dahin. Heizkessel kommt dann hier so hin. Warum denn jetzt wieder nicht? Warum passt es wieder nicht? Passt doch. Ich stand im Weg. Oh ja, es ging ja schnell. Tore. Granatenschaden. Granatenschaden. Erforschen wir. So, Dampfmaschine. Kommt hier dran geplöppelt. So. So, jetzt machen wir das anders. Jetzt kommt das hier so lang. Und immer wieder komme ich auf die Taste E. So. 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 Dann haben wir es ja. Strom, Greifarm, Kohle. Und schon läuft der Nutz. Das ist schön. Hat auch schon am Ende der Kräfte, ist ja unglaublich. So, hat noch nicht ausreichend Dampf. So, mal gucken, wie viel produzieren wir.
pro Stunde natürlich. 1,5 Megawatt und verbrauchen. Produzieren die drei zusammen jetzt 1,5 Megawatt oder jeder einzelne? Dum, 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 dum. 2, und Megawatt. Ich steig da nicht durch. 733 Kilowatt. Bis. Ja, gut. Ah, jetzt laufen die schon wieder ruhiger. Auf 2/3 der Leistung läuft der auf etwas mehr und der auch auf etwas mehr. Aber eigentlich könnte man hier tatsächlich noch einen Heizkessel noch dran setzen. Auch das mache ich. Und noch eine weitere Dampfmaschine. Heizkessel. Plumps. Zack. Zack. Und noch eine Dampfmaschine dran. Achso, Strom braucht das Ganze natürlich auch. So. So. So, man hört schon, wie die alle jetzt mit der Leistung runtergehen. Nicht mehr auf Volllast laufen. Jawohl, knapp 1/3. Das ist sehr schön. So, jetzt habe ich erstmal für den nächsten Tage erstmal genug aufgenommen. So lange wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Aber ist doch schön, was wir hier alles geleistet haben. Kupfer haben wir groß jetzt produziert. Das reicht erstmal. Eisen kommt noch. Aber auch das staut sich hier schon wieder. Wir produzieren rote und grüne Tränke und in der nächsten Folge beziehungsweise in der nächsten Aufnahme versuchen wir uns gleich mal an die blauen Tränke ranzumachen, aber auch tatsächlich an die Pflaster arbeiten, dass wir hier nicht ständig über das Matsch und Erdkram hier rüber weglatschen müssen, sondern tatsächlich auch mal ein bisschen schneller unterwegs sind und uns auch ein Auto bauen, was ich grundsätzlich immer irgendwo auf der Karte stehen lasse und vergesse. Aber hey, was soll's. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Factorio. Tschüss.